Peace, liebe Pflanzenfreunde. Sorry, heute ist es ein bisschen später, aber ja, habe ich mir gedacht, ist nicht so schlimm. Hauptsache, es kommt heute noch ein Video. Okay, fangen wir mal an. Heute machen wir eine Lernpflanze in der Praxis. Und ja, heute habe ich mir gedacht, machen wir erstmal die von der letzten Pflanzen in der Praxis. Und ja, das war der hier, wo ich auch noch ein Video draußen gemacht habe. Genau, das ist der hier. Und mit der eine Frucht oder Blüte, wo ich gesagt habe, ja, das war der Ficus carica. Carica! Ficus carica, okay? Ja. Heute mache ich das Video nicht so lang, weil es ist relativ spät und ja, deswegen komme ich gleich zur Sache, zur zweiten Pflanze. Ich glaube, das könnt ihr ja eigentlich relativ gut erkennen. Das ist ein Februarblüher. Der blüht von Februar bis April. Blüht er. Das ist eher ein Spreizklimmer-Pflanze. Eigentlich ganz gut zu erkennen. Durch die gelben Blüten hier und den grünen Stängel, was hier ist. Das ist richtig auffällig. Ja? Okay. Ja, Februar bis April blüht die, ein bisschen Spreizglimmer. Habe ich noch was vergessen? Moment, ich guck mal, guck mal, gucken. Schöne Zierschmuck. Nee, das war's eigentlich. Also eigentlich ganz einfach. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Rasta Dunder. Peace.